Jo, Mahlzeit, Freunde. Ich habe hier gerade mal die Gelegenheit genutzt und habe mir mal im Lager zwei Sachen geholt, wo ich mal ausprobieren wollte. Denn da gibt es noch einige dieser schönen Collector Knives von Lion Steel. Und das Besondere ist jetzt, wenn man noch die Collector Knives Generation hat, vor oder bis Mai, vor bis Mai 2019 hat man ja noch die alten Bohrungsstellen und hat dann natürlich mit seinem Modell die perfekte Möglichkeit, hier noch diese Daily Customs Spezialgriffschalen zu ordern und kann dann hier mal sein Collector Knife richtig geil aufpimpen. Oh. Jetzt habe ich gedacht, probiere ich das doch einfach mal aus. Das ist cool, da steht Ihnen noch. Ja, was steht denn hier? Exklusiv Made for Tools for Chance. Jetzt habe ich mir mal die Stars and Stripes. Sehen ein wenig so aus, ne? Die Titangriffschalen mit den Streifen gesucht. Die gibt es ja in allen möglichen Fräsarten als Plane, längs, schräg, dann in. Boah. Kupfer, Messing, auch in allen möglichen Farben. Hey, Jungs, Ruhe. Die Zwerge proben wieder den Aufstand. Und jetzt probieren wir doch einfach mal so ein schönes Clip-Point hier zu pimpen mit den Titanschalen. Ja, ab 2019, ab Mai oder nach Mai, haben die wohl mechanisch und darunter irgendwas geändert, da passen die Griffschalen nicht mehr. Aber das ist kein Problem, denn es gibt noch jede Menge, sage ich mal, Prä-Mai-2019 Bestände in allen Ausführungen. Und wenn man das bestellt, kann man ja natürlich gleich noch sagen, hier, ich brauche unbedingt Prä-0519 und gleich noch einen Satz Titanschalen oder sowas dazu. Dann hat man nämlich mal hier die Möglichkeit, das hier mal ein bisschen aufzupimpen, wenn man sagt, okay, dann spart man sich ein paar Euro und kauft es mit G10-Griffschalen und dafür noch eine Titanschale. Ne? Jo, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier für Torx. Das ist jetzt nicht mein Werkzeug, aber das wird er wohl tun. Gucken, was wir da haben. Oh ne, 8 ist zu groß. Ist das dann ein 6er Torx? Schrauben wir das mal runter und mal Titan drauf. Jep, sieht nach 6er Torx aus. Man braucht nachher keine 4 Schrauben mehr, sondern nur noch 2. Hat somit also Reserveschrauben. Ist minimal Schraubenkleber drin gewesen, aber nicht so ein starker. Was ich gut finde, ist, finde ich immer so fürchterlich, wenn sie heutzutage die stärksten Schraubenkleber verwenden, den es gibt. Lasst doch die Leute ihre Messer auseinanderbauen. Ein bisschen ist ja okay. Hier so der blaue. Ah, so geht es runter. Sind wir hier diese Backe. Okay. Können wir mal daneben legen. Da sieht man, wie das Ding von unten aussehen muss. Im Notfall könnt ihr euch auch mal aufschreiben und erstmal schauen. Aber ihr wisst ja dann, ob ihr die eben erst diesen Sommer gekauft habt oder ob es noch ein früher Modell ist oder 2018er Modell. Dann habt ihr keinen Stress, hier diese Custom-Griffschalen zu montieren. Zweifelsfall aufschrauben, abfotografieren, dann kriegen wir das ja mit Sicherheit raus, was da passt. So, also so muss das Ding noch von innen aussehen. Und dann sehen wir, so sieht die Griffschale aus. Und so die Ersatzgriffschale. Okay, die lange Schlitz geht über der Pin hier. Und über vorne der Klingenackschraube, die hat man hier zum Festziehen. Und da hinten aber, ne? Ja, und das passt dann hier wunderbar hier drauf. Dann sieht ja auch richtig gut aus.
Messer werden ja von Line Steel hergestellt. Und die Griffschalen von Daily Customs werden in Deutschland hergestellt. Nicht zu fest, denn nach fest kommt ab. Jo, passt wunderbar. Schön versenkt die Schraube hier mit den Linien. Und sieht richtig gut aus. Ne? Sieht man dann so normal. Gepimpt. Cool. Und wenn er es fertig umgebaut haben will, könnt er mit Sicherheit Meritsheet dazu schreiben. Hier bietet das Modell mit den Griffschalen und schon fertig umbauen, wenn ihr sagt, ah nee, ich will da lieber nicht dran rumschrauben. Dann kriegt ihr das mit Sicherheit auch schon fertig geliefert. Und habt dann die restlichen Teile als Ersatzteile dabei oder wenn ihr es immer doch zurücktauschen wollt. So, die Seite sieht, jo, die sieht alles gleich aus. Sehr schön. Ja, cool. Fertig ist euer Titanfolder. Naja, das sieht stark aus. Gefällt mir. Und trotzdem hat man noch so ein bisschen die Anmutung von Griffschale und Backe, so wie vorhin. Also ein bisschen zweigeteilt, bloß natürlich jetzt aus einem Stück. Und hat dann auch noch trotzdem einen einigermaßen guten Grip drauf. Natürlich nicht so stark wie auf dem GC, ne? Aber sieht natürlich cool aus. Jetzt Titan M390. Ja, sitzt bombenfest. Cooler Slipjoint. So, wenn alles passt, kann man den Schrauben noch mal den letzten Anzug verpassen und dann nicht zu fest, nicht übertreiben. Perfekt. Ja, cool. Ist easy, passt, funktioniert. Ihr müsst nur darauf achten, dass es ein vor 05 schräger 2019 Modell ist. Dann passen auch die Griffschalen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, schraubt es auf, vergleicht es hier, beziehungsweise schickt ein Foto und dann kann man das hier bestimmt eruieren. Ja, cool. Ja, macht doch gleich ganz anders was her, wie mit G10, so Titan-Griffschalen. Und die sitzen wirklich, die sind schon sauber hergestellt hier von den Jungs von Daily Customs. Nicht schlecht. Sieht gut aus. Jo, M390 Titan ist dann schöne Kombination. Okay, Freunde, habt gesehen, ist nicht schwer, kann man machen, bringt man mal ein bisschen Abwechslung in seine Collector Knives rein. Okidoki, das war's. Sag ich hier schon lange fürs Reinzubewerten und kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebi, macht's gut, bye bye.